Servus zusammen, hier ist euer Crystal P. Ja, ich habe leider Gottes jetzt wieder dich losgezogen, weiterzumachen. Das heißt, ich darf die anderen leider nicht an dieser Stelle weitermachen lassen. Aber gut, sollte kein Problem sein, dann mache ich eben an dieser Stelle hier weiter. Kaum ungeschehen vorbei. Was ist was? Ja, da staunst du, was ein Kerl wie ich alles zu sehen imstande ist, was? Bloß hat dich nicht auf, sondern er sagt einfach, was dir durch den kahlen Schädel schießt. Guck dir doch einmal die Rückseite dieses Gemäuers an, Kindchen. Steine, Steine, Steine. Und frischer Mörtel an dieser Stelle. Auf Burgen wird ständig etwas repariert und ausgebessert. Und wenn es nicht lange her ist, sollten sich die Steine einfach aus dem Mauerwerk lösen lassen. Es ist unhöflich, einem Älteren mir dies ja nicht ins Wort zu fallen. Ja, ja, aber ich habe doch recht. Was meinst du, wohin führt der vermauerte Zugang? Tja, meiner Erfahrung nach geht es von dort ins Dachgebälk hinein. Das erinnert mich an ein Abenteuer in der Wehrhusen. Oh, nicht gleich Wehrhusen. Ich stieg damals in der Nacht vom Dach bis in... Fertig. Du hattest recht, die Steine lassen sich ganz leicht lösen. Was hast du gerade gesagt? Gehen wir einfach hinein. Wenn das Gebäude leer steht, wird das ein Kinderspiel. Und wenn das Gebäude nicht leer steht, das sieht mir ganz deine Versammlung aus. Einer großen Versammlung. Psst, schleichen wir uns hier oben erst einmal voran. Es wird sich schon etwas finden. Ach ja, klar. Und dann kommt noch so ein böses Viech. Oh, du bist mit der Verarschen. Beutel. Cool, ich habe einen Halterwand. Oh, also muss ich jetzt auch noch timen hier. Was ist das? Oh, nee, ich will nicht. Das bedeutet, wenn er runter geht, muss ich loslaufen. So, was ist das da? Jan, die Handwerker haben noch ein paar Materialreste liegen lassen. Und jetzt? Hier ist so ein Scheißviech. Warte mal, das ist aber was anderes. Aha, so gut hat er also. Auch noch Puzzeln. So ein Stück habe ich mir hier eigentlich ausgesucht. Ich glaube, ich hole mir den Beutel erst. Sieht ihr mich eigentlich, wenn ich vor ihm herlaufe? Das ist komisch, dass mir das Viech da... Hm.
Soll ich richtig reingehen? Ich mach's einfach. Bei der nächsten Runde, die er läuft. Magietrank. Oh, nicht schlecht. So, was haben wir denn jetzt? Och, nö. Es wird ja immer komplizierter mit diesen komischen Mistviechern. Großartig, eine Sackgasse. Und wie geht das denn weiter? Nörgel nicht, Kind. Man muss eben darauf gefasst sein, Situationen schnell neu bewerten zu können. Mit anderen Worten, du hast auch keine Ahnung. Ha, ich bin in meinem Leben schon ganz anderen Herausforderungen ausgesetzt gewesen. Ach ja? Es wäre hilfreicher, wenn du so etwas schon einmal erlebt hättest. Wir könnten ja, also es wäre doch möglich, ne? Warten wir einfach ab. Was ist das denn für ein Plan? Du neun mal kluges Ding, jetzt sag mir doch eine bessere Idee. Ja, das dachte ich mir. Die Leute da unten werden schon irgendwann wieder gehen. Es wird sowieso besser sein, die Dunkelheit abzuwarten, bevor wir uns aus der Feste schleichen. Siehst du? Und schon verwandelt sich alles in einen richtig guten Fluchtplan. Ja, eine Ansammlung von Zufälligkeiten an dem Plan. Und, was macht das so lange? Wenn wir hier schon herumhocken müssen, könnten wir wenigstens lauschen, was da unten vorgeht. Von mir aus. Aber dann suchen wir uns eine Stelle, von der man etwas mehr sieht als von hier aus. Sollen wir wieder zurücklaufen? Ach Mann, Leute. Das wird eklig. So, und welche Stelle ist geeignet dafür? Wahrscheinlich irgendwo hier beim Kummerkasten. Handwerkskasten. Muss ich jetzt auch noch die richtige Stelle finden, wo ich mich hinsetzen soll, oder was? Hallo? Komm, wir packen ihn mal ins Gesicht. Ich hab nichts zu sagen. Schön, wenn ich den Hinweis hätte, wo ich mich hinsetzen soll. Hallo. Das ist ein bisschen blöd, dass ich keinen Hinweis habe. Die Teile habe ich gar nicht gesehen. Warte, das ist ein guter Platz. Er sieht nach einer bedeutenden Versammlung aus. Vielleicht ein Ritual zu Ehren des Glückwünschen? Der Hochmeister selbst scheint den Ritus zu leiten. Sein Gesicht vergesse ich nicht so schnell. Lass uns hören, was vor sich geht. Oh nee. Worüber wird der jetzt reden? Kinder der Gerechtigkeit, Söhne des Ordens, Brüder des Schwertes, erfahret das Licht.
Wenn Dunkelheit sich erhebt, wenn Schrecken das Land bedroht, dann ist unsere Zeit. Wer trägt die Flamme der Gerechtigkeit unerschrocken bis an den finsteren Ort? Der Orden! Wer bietet dem Bösen tapfer die Stirn, auch um den Preis des eigenen Opfers? Der Orden! Die Zeit ist heran, diese Worte auch zu leben. Meister, Ritter und Krieger, hört, welches Übel über das gepeinigte Land kriecht. Aus der Erde schwärzester Spalte brechen Dornen empor und spotten der Herrschaft des Lichts. Sie umnebeln den Geist der niederen Kreaturen und machen die Geschöpfe der Natur zu reißenden Bestien. Ja, sie strecken in ihrer unheiligen Raserei nicht einmal davor zurück, einen Zug des Ordens anzufallen. Und Männer haben wir von der Master Gerberter jedenfalls. Schweigt, meine Brüder, schweigt und hofft. Seit jeher sind aus der Mitte des Ordens Helden erwachsen, um der Gefahr entgegenzutreten. Es ist uralte Sitte in Zeiten der Not, den einen zu erwählen, der die Ordnung des Güldenen schützt. Und unser Orden ist gut aufgestellt. Wir haben Männer dieses Schlages in unseren Reihen. Es gilt, die Wahl zu treffen. Tritt vor, Gerwald, grubenglänzender Meister des Ordens. Tritt vor, Radobot, unerschrockener Ritter des Güldenen. Tritt vor, Brun, glaubensfester Streiter des Lichts. Ihr edelsten Gewächse sorgfältiger Zucht, Glanz und Schild unserer Gemeinschaft. Schicke mich vor, Meister. Erfahrung und Taten sprechen für meinen starken Arm. Wähle mich, Hochmeister. Keine Gefahr kann so groß sein wie mein Mut. Schicke mich, Hochmeister. Mich wappnet der Glaube mit Ausdauer und Zuversicht. Ihr drei tragt Züge unseres größten Helden. Tatendrang, Mut und Glaube. Aber was wiegt hier am schwersten? Ist es der Mut, sich dem Unbekannten zu stellen? Aber Mut ist der Bruder des Leichtsinns. Ist es die Erfahrung, die vor naiven Fehlern schützt? Aber oft weigert sich der Wissende, weiter zu lernen. Oder ist es der vertrauende Glaube, der festen Halt gibt? Aber der Güldene schätzt Streiter, keine Beter. Schwierige Wahl. Also, ich würde den Erfahrenen nehmen. Ach was, der Blonde ist doch ganz niedlich. Brun! Was? Eine Zurücksetzung von Meister Gerwald hätte ich klar bloß hingenommen. Aber ich soll zusehen, wie der Sohn von... Wage es nicht, diesen Mann in der geweihten Halle zu nennen. Bitte sei Hochmeister. Auf deinen Platz, Radobot. Ich beuge mich deiner Wahl, Hochmeister. Dann tritt vor, Brun. Wir wollen sehen, ob der Güldene dich akzeptiert. Goldene Scheibe? Hey, wo bist du hin? Ich gehe in Position, die Scheibe in Empfang zu nehmen, sobald sie wieder aufsteigt. Güldener, wir sind deinem Ruf gefolgt. Wir haben die Gefahr erkannt. Und wir haben eine Wahl getroffen.
O Strahlender, wir bitten dich, unsere Wahl zu bewerten. Gib uns ein Zeichen. Die Statue, sie bewegt sich. Psst. Spender des Lichts, Richter unserer Taten, genieß unsere Wahl deinen Segen. Alles fügt sich meinem Wunsche gemäß. Empfanget mein Licht. Unsere Wahl wurde akzeptiert. Und während sich das Licht über dem Erwählten formt, spreche ich die traditionelle Formel, mit der wir seit alters her den Helden auf seinen Zug schicken. Verdammt, ich bin zu fett. Was zum... Was? Ist das gerade ernsthaft passiert? Die Zeremonie! Das Ritual des Güldenen wurde zerstört. Der Eindringling ist des Todes. Halte ein, du da! Hochmeister, alles war bereit. Wir haben die Zeichen abgewartet und diesen Tag vorbereitet. Und nun war alles umsonst. Dieser Eindringling hat... Ich wage es nicht, in meine Worte zu fassen. Die Waffe weg, bevor ich dich als Ketzer ansehen muss, Meister Gerwald. Ich verstehe nicht. Glaubst du etwa, der Güldene irrt? Wie? Der, er? Natürlich nicht, Hochmeister. Er ist der Ursprung aller Wahrhaftigkeit. Und seine Wahl ist erfolgt. Wir alle waren Zeuge, wie ihn sie traf. Autsch. Mein Schädel wird mir die letzten Tage danken. In Zukunft gehe ich schon da... Verflixt, ich kann mich nicht mehr halten. Was hat eine Hexe in der Heiligen Halle zu suchen? Autsch. Ich hätte nicht gedacht, dass der Strahl des Güldenen so einen Druck auf den Schädel. Was ist passiert? Vor allem, wer liegt in meinem Sonnenkreis? Der alte Dickschädel war aber nicht gerade im sonstigen Landeplatz. Ergreift die Hexe! Ups. Der gesamte Landeplatz war nicht ideal. Du bist wach? Schön, schön, Erwählter. Dann sag den neuen Freunden, sie sollen mich in Ruhe lassen, ja? Erwählter? Was hat das zu bedeuten? Ruhe, verdammt, mein Kopf. Der Nächste, der schreit, kriegt was mit der Axt. Was ist nur aus der alten Zeit geworden, als Tempel noch Orte der Andersstadt-Tollhäuser waren? Der Güldene prüft uns schwer. Sei unbesorgt, Hochmeister. Sie sollen die Tempel mit ihrem Blut reinigen. Brun, halte ein! Nicht du, sondern er wurde erwählt. Niemand berührt den Güldenen Günstling. Niemand! Tja, da guckst du hier nicht hin. Also niemand hier in dieser Fest darf Hand an mich legen. Verstehe ich das richtig? Niemand. Hervorragend, dann werde ich jetzt... Steilen, du wärst töricht genug, den heiligen Zug nicht zum Erfolg führen zu wollen. Wie bitte? Wir werden das alles im Turm besprechen. Schafft die Hexe fort und bringt ihn erwählt in meine Kammer. Was? Sorgt dafür, dass sie mich nicht anrühren. Indem ich mit dem Finger schnippe, oder wie? Du bist der Erwählte. Wer würde schon wagen, Hand an deine Gefährten zu legen? Eine Hexe so als Gefährte des Glückwünschlings? Unmöglich. Streng genommen bin ich gar keine Hexe. Du hast bereits gestanden, versuche nicht, dich herauszufinden. Stehst du für Wahrhaftigkeit?
korrekte Abläufe und dergleichen Zeug ein, nicht? Denk doch mal nach. Wobei haben mich deine Leute geschnappt? Sag es ihr, Boon. Während deiner Hexenzeremonie. Na eben, da habt ihr den Beweis. Du fassest Wirrweib. Was? Das ist doch so sonnenklar, klar, dass gerade ihr, Ordnungsliebhaber, darauf kommen solltet. Wenn ihr die Feier unterbrecht, die mich in die Hexenschaft aufnehmen sollte, bin ich noch keine Hexe. Das ist... Das ist gut, aber ihr seid selbst die Zeugen ihrer Unschuld. Glaube nicht, wir ließen so leicht von dir abweichen. Brun, du wirst mir dafür verantwortlich, dass die beiden den Weg zu meiner Kammer finden. Dort werden wir einiges zu bereden haben. Einiges. Die Versammlung ist aufgelöst. Geht alle an eure Arbeit zurück. In alle Decke zieht es sofort auf. Du hast den Hochmeister gehört. Bring mich zu ihm, Jungchen. Folge mir in den Turm. Erwählter. Ich habe gehört, was der Oberste über dich sagte, aber glaube nicht, alle teilten seine Ansicht. Blender. Hast du nichts dazu zu sagen? Also, ich wollte, dass du weißt, was hier einige über dich denken. Na und das war's ja nun. Mach mich nicht blöd an. Habt ihr gesehen? So macht man jemanden einen Auftritt kaputt. Wow. So. Was sagt die Hexe? Soll sie schon haben. Sie kennt nur ihre Wälder und Auen. Und hier ist alles aus Stein. Ha! Ich bin doch keine Hitlerwälderin und hört auf, über mich in der dritten Person zu reden. Was kann ich mich jetzt reinbewegen hier? Hey Schmied, ich bin eine neue Waffe. Schwerter, Äxte und dergleichen gibt es an jeder Ecke. Wirklich wertvoll wird eine Waffe erst, wenn man sie mit Runen besetzt. Die Technik ist nicht leicht. Jeder Schmied beherrscht sie. Doch leider muss eine Waffe erst einmal für die Rune empfänglich gemacht werden. Und diese Kunst der Alten beherrschen nur noch wenige. Naja, und die Runen selbst müssen natürlich auch erstmal gefunden werden. Aha, interessant. Irgendwas sagt mir, dass das hier der Turm ist, wo ich rein soll. Hi Leute! Hey! Da ist die Kiste. Komm, looten, looten! Och Mann, ich will doch nur... Nimmst du wohl die Finger von der Truhe? Du wirst mir keinen Ordensmann bestehlen. Das ist keine böse Absicht, sondern nur ein Reflex. Ein reiner Reflex. Ich wollte doch nur looten, Menno. Ich finde das nur so lootgeil, Menno. Blöd, Mann. Toll. Sind wir davon nicht erst weggelaufen? Darf ich die wenigstens? Denk dir nicht einmal daran, Hand an die Besetztümer meines Ordens zu legen, Gauderlump. Der Hochmeister wartet dich bereits. Dankeschön. Hochmeister, ich bin da. Bin auch. Die Gebote haben mir noch immer den Weg gewiesen. Ich kann diese Unsicherheit nicht... Ah, du bist hier.
Ich bin übrigens auch hier. Brun, schaff mir dieses Weib aus den Augen. Du kommst mit. Was fällt dir ein? Wehe, du rührst mich an. Ja, gib mir nur einen Grund. Du willst mich doch nicht. Oh doch, du willst. Reden wir also unter vier Augen der Bilder. Schluss mit den Spielchen. Na, du weißt, dass ich nur zufällig das Licht geraten bin. Was willst du wirklich? Zufall? Es steht geschrieben, nur auf den Erwählten fiele die Gunst des Güldenen. Der Gott, der über die rechte Ordnung wacht, wird doch kaum seine eigenen Gebote missachten. Du glaubst wirklich an das, was du im Tempel gesagt hast, oder? Deine Verblendung reicht wahrlich tief, dass du die Wahrhaftigkeit nicht um ihrer selbst willen lieben kannst. Der Strahlende hat dich erwählt. Du wirst seinem Willen zum Sieg verhelfen. Natürlich, natürlich. Am besten mache ich mich gleich auf den Weg. Der Goldene soll doch nicht warten müssen. Ich führe nun schon seit vielen Jahren die eindringliche Befragung durch. An widerspenstigen und zarten. An stolzen und wieselartigen. Am Ende haben sie sich alle bekannt. Und weißt du warum? Ich schätze mal, weil sie angeschnallt waren und du die grünen Eisen hattest? Eisen, ha! Als ob es auf diese traditionelle Strafe... Was für ein Ding? Staffage? Was soll eine Staffage sein? Also, wäre nett, wenn einer von euch mir vielleicht mal Staffage erklären könnte in den Kommentaren. Ich habe nämlich überhaupt keinen Schimmer, was es sein soll. Also nochmal von vorn. Als ob es auf diese traditionelle Staffage ankäme. Nein, mein Freund, die Antwort ist... Ich kenne die Menschen. Bitte? So. Dann kennst du also auch mich, wie? Du bist auf der Jagd nach den kleinen Gelegenheiten, nach den Fusseln, die das Schicksal unser unachtsam verstreut. Manchmal glückt dir ein bescheidener Fang, doch weitaus öfter beißt dir das Glück in die Hand. Ah ja, na da kenne ich mich überhaupt nicht wieder. Aber hier biete ich dir eine Gelegenheit, der du Zeit deines Lebens vergebens hinterhergelaufen bist. Ich war mein Leben lang nur hinter Gold her. Davon rede ich. Gold? Du willst mich bezahlen? Wie viel? Ich sehe mit Wohlgefallen, wie du dich doch allmählich deiner Bestimmung zuwendest. Da wäre nur eine Sache, die mir Unbehagen bereitet. Das Weib an deiner Seite. Na, keine krummen Dinger. Ich mag vielleicht meine Fehler haben, aber jemanden, der mir das Leben gerettet hat und mich aus seinem Verlies befreit hat, bin ich verpflichtet. Und nein, bevor du fragst, das ist keine Frage des Preises, sondern des Prinzips. Tatsächlich eine der Hexerei-Verdächtige mit auf den heiligen Zug nehmen. Na, wenn ich sie zurückließe, wüsste ich doch genau, was ihr so gleich wieder auf sie, dass ihr so gleich wieder Jagd auf sie machtet. Traust du ihr denn? Kein Stück. Pass auf, ich habe vielleicht eine Lösung, die uns beide zufriedenstellt. Das dauert. Du könntest wahrscheinlich noch ewig lang gewusst weiter stehen, hä? Was ist eigentlich mit deiner Nase passiert? Hat es dir jemand gebraucht? Gib Ruhe. Sag mal, stimmt es, dass ihr Paladin ja nichts mit Frauen anfangen könnt? Das ist gut, das ist wirklich gut. Es reicht geschwätziges Ding, wenn du nicht sofort... Er will dich auch noch einmal sprechen, allein.
Ihr werdet hier warten und in der Zwischenzeit nichts anstellen. Darf ich looten gehen? Wie sieht's aus, Gefährte? Lass uns die ordnungsgemäßen Namen gehen? Ja. Die waren schon selbig. Was habt ihr da drin besprochen? Wir werden erstmal nichts unternehmen, was Argwohn erwecken könnte, klar? Natürlich. Erst einmal müssen wir weit genug von dieser Burg wegkommen. Und dann? Das wäre also besprochen. Ich verlasse mich auf dich, Bruder. Das kannst du wie eh und je auch, Meister. Es ist so vieles abzuwägen. Aber es tut gut, einen treuen Streiter wie dich an meiner Seite zu wissen. Noch einmal zu eurem Weg. Es ist lange her, dass jemand den Zyklopenberg aufgesucht hat. Und es ist eine beschwerliche Reise. Ich werde einen Weg bahnen. Die Waffen sind es wert. Das sind sie in der Tat. Wenn du zurück bist, werde ich die alten Schriften studiert haben. Dann sind wir sowohl gerüstet, als auch in der Lage, die Zeichen zu deuten. Auf den Orden wartet ein neuer großer Sieghofmeister. Wir werden die kommenden Taten unseren Annalen zufügen. Nimm diese Rolle, Bruno. Ich erwarte, dass du mir geflissentlich über alle Vorkommnisse der Reise Bericht erstattest. Trage alle Vorkommnisse eures Zuges sorgsam ein und lege sie so nieder, wie sie geschehen. Wahrhaftigkeit wird mir den Federkiel führen, Hauptmeister. Dann nimm und verwahre die Rolle gut. Du weißt, wo sie uns noch dienen soll. Du hast doch irgendwas. Still, ja komm. Bist du nicht gut, Erwählter? Wir haben einen beschwerlichen Weg nach Süden vor uns. Nach Süden? Wohin genau? Nach Breitenbach, Rönn oder in die Berghänge? Nichts davon. Wir ziehen aus, um dir Waffen zu verhelfen, die des gülden Günstlings würdig sind. Wir reisen in die Zyklopenberge. Ist es weiter als bis zu Frumenshof? Und was habe ich das letzte Mal auf Weißen? Brechen wir auf. Das Tor wird uns gerade geöffnet. Ja. Und damit will ich sagen, war es das mit dieser Folge. Keine Ahnung, wie lange die jetzt geworden ist. Das werde ich dann gleich sehen. Auf jeden Fall, was das jetzt mit meinem zweiten Part. Als nächstes ist meines Wissens Comrex dran. Habt Spaß mit ihm und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit mir. Und ich sage Tschüssikowski und Ciao.